Heute zeige ich euch, was ihr bei euren neuen Anthurienblättern auf jeden Fall beachten solltet, falls ihr möchtet, dass sie nicht zu ausladend wird. Die neuen Blätter haben nämlich meistens immer sehr lange und wobbelige Blattstiele, wie man hier sehen kann. Damit das Ganze schön aussieht, möchte ich aber, dass sie eher so gerade nach oben wachsen. Falls euch das Wachstum von Anthurien noch nicht so ganz geläufig ist, die Blätter kommen meistens so sehr klein raus, sind noch sehr empfindlich und werden mit der Zeit aber super groß. Und die Blattstiele sind in der Zeit auch noch sehr weich und verformbar. Um das Ganze in die richtige Richtung zu lenken, benutze ich einfach immer so Metallschaschlikspieße und biege das obere Ende mit einer Zange um. Dadurch ergibt sich nämlich ganz easy so eine kleine Stütze. Die könnt ihr dann einfach einmal um den Blattstiel wickeln und dann könnt ihr das Blatt eigentlich so in die Richtung lenken, wie ihr es haben wollt. Das stecke ich dann einfach hier einmal in die Erde und schon ist das Ganze eigentlich ready. Bei meiner Anthurium Crystalline musste ich das auch noch machen und ja, ich weiß, sie sieht grauenvoll aus. Hier auch wieder genau die gleiche Technik. Einfach drum wickeln, reinstecken und hier seht ihr einmal vorher und hier nachher einfach viel kompakter. Und jetzt kann das Blatt in aller Seelenruhe schön groß werden, um dieses hässliche alte Blatt hier zu überdecken. Das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, der Tipp hilft euch und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.